Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier? Und mit einem weiteren Zusammenvideo zu unserem Boy Itachi. Und wir werden auf jeden Fall mit mindestens einem Itachi heute rausgehen. Denn im 9. Multi ist er auf jeden Fall garantiert am Start. So läuft es mit den Step-Ups hier auf Blazing an der Stelle. Lass aber mal ganz kurz angucken, was denn wöchentlich hinzukam. Denn jede Woche zu Blazing kommen neue Sachen hinzu, mehr oder weniger. Es gibt ein wöchentliches Update, sage ich mal. Die Emergency-Missionen tun es aktuell sind und so fort. Was heute hinzukam quasi, beziehungsweise ja, ich rede von heute, aber ich werde wahrscheinlich das nicht Dienstag anschauen. Ist ein neuer Sasuke, Free-to-Play Sasuke nenne ich ihn mal. Er ist aber auch ein PvP-Charakter, man kann ihn Blazing Awakening zum PvP-Charakter. Lasst mich wissen, ob ihr sowas sehen wollt, wenn ich solche Emergency-Missionen, solche Events als Video raushaue. Wenn nicht, dann machen wir das auf jeden Fall in den Streams. Da gehe ich dann einfach quasi rein und ja, versuche das Ding zu schaffen. Die Sache bei dem ist nämlich, Itachi hat, ich sag mal, ist sehr effektiv gegen ihn. Der hat Vorteile im Event von Sasuke, den Itachi, den wir nachher bekommen werden. Deswegen kann ich dem auf jeden Fall einen ganzen Versuch geben. Und es wäre gut, wenn man Charaktere mitnimmt, die Immobilization immun sind. Beziehungsweise die Immobilization Resistenz haben. Also, dass sie quasi einen Prozentsatz haben, dass sie nicht immobilisiert werden. Immobilisiert, sagt man das auf Deutsch? Immobilization? Weiß nicht. Lass mich wissen. Immobilization! Oh mein Gott, was ist denn das für ein Wort? Ist quasi, wenn ich das so richtig verstanden habe, eine Sache, wenn mein Charakter das bekommt, ich nenne es einfach das, dann tut er quasi für ein, zwei Runden nicht angreifen. Ist quasi wie ein Ziel. Oder der tut sich auch gar nicht bewegen. Der tut sich, glaube ich, nicht bewegen. Lass mich genau wissen, was das genau heißt. Das Immobilization! Ja, jedenfalls so viel zu dem Event. Ansonsten kamen quasi neue Emergency-Missionen rein. Und aus denen habe ich quasi in den letzten Wochen immer die Pearls geholt. Denn dort aus den Missionen, wenn ich das ganz kurz zeigen darf, bevor wir den Sun reinhauen, reingehen, Leute. Denn das wurde oft gefragt. Zum Beispiel, wenn ich mal hier reinklicke und dann, wenn ihr euch die Mission anseht, was ihr machen müsst. Wenn ihr zum Beispiel bei dieser Mission hier, bei diesem Event, nur mit Body-Charakteren reingeht, dann bekommt ihr pro Stage 3 Pearls. Und darauf achtet ihr immer bitte, das sind so quasi Quests, die mache ich dann immer und daraus habe ich mir meine Stones oder Pearls, besser gesagt, geholt, um hier noch quasi 4 Multisam, glaube ich, werden wir in der Lage sein, zu machen. Und zwar kam heute noch ein anderes Banner online und nämlich das Blazing Bash Banner von Naruto und Sasuke. Es sind nicht zwei neue Charaktere, wenn mich alles täuscht, Blazing Bash Charaktere sind PvP Charaktere, sie können Blazing Awaken. Ob ihr das haben solltet, weiß nicht. Ich meine, wenn ihr PvP spielt, ich weiß auch nicht, ob die allzu gut im PvP sind. Ich denke, ich glaube, man müsste nicht da rein. Lasst euch gegenseitig auf jeden Fall in den Kommentaren wissen oder bei mir auf dem Discord-Server, betreibt ihr echt gute Arbeit. Der Link ist in der Beschreibung, Hashtag Ninja Blazing Channel. Dort tauscht ihr euch wirklich sehr, sehr gut aus in Sachen Blazing. Aber, wie gesagt, wir sind jetzt im 6. Multi. Ich habe jetzt die Step-Up-Liste oder das Bild nicht vor mir. Ich weiß jetzt gar nicht, was im 6. Multi passiert. Ist es auf meinem Handy? Ist es noch auf dem Handy? Lass mal ganz kurz schauen. Bandan. Und zwar kommt hier nebenbei unser Boy Sasuke und hilft uns aus. Und wenn Sakura hinzukommt, dann ist Sakura garantiert ein Goldcharakter ist am Start. Aber ohne Sakura haben wir auch hier 3 Goldcharaktere. Die gucken wir uns gleich an auf jeden Fall. 3 Stück, Freunde. Ist echt eine gute Chance. Lass mich mal ganz kurz nebenbei schauen. Wegen dem Bild. Ich finde es echt komisch, dass auf Global das Bild nicht angezeigt wird. Das sind 100% zweimal Fake SSR. 100% sind die 2 Fake SSR. 100% die 2, die ich gerade gezogen habe, die 2 aus dem Ding. Aber der Minato ist ein Dupe für Minato. Minato ist echt nicht schlecht. Der Wisdom Minato, der ist echt nice. Oh mein Gott, aber trotzdem. Hätte besser ausfallen können auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem... der ist jetzt 30. Okay, also falls ihr euch fragt, ich wurde das nämlich gefragt, wie erkenne ich denn, wenn ein Charakter ein Fake SSR ist? Das ist quasi oben bei ihr, seht ihr bei ihrem Namen, da sind nur 5 Sterne und da ist kein weiterer Stern, heißt man kann sie nicht zum 6 Sterne erwecken, wie zum Beispiel irgendeinen anderen, der hier, bei dem es zum Beispiel 5 Sterne und einer ist nicht aktiviert, sage ich mal, also dann weiß man auf jeden Fall, dass man den noch Blazing Awaken kann. Andere Sache ist, nicht Blazing Awaken, sondern zum 6 Stern erwecken kann. Andere Sache ist, ich habe gerade nachgeschaut, im 6. war entweder Minato, Jiraiya oder Kakashi garantiert, okay. Ja, Minato und Dupe für Minato kann man auf jeden Fall mitnehmen, denke ich. So ist nicht. Es ist solide auf jeden Fall. Es war der Wisdom Minato, glaube ich, ja. Der ist echt nicht schlecht. Aber, im 3. haben wir jetzt, im 7., dem Multi, in dem wir gerade sind, da haben wir jetzt nichts. Also, was heißt nichts, sondern der Multi kostet nur 30 Pearls. Danach haben wir 9-fach Raids im 8. Warum passiert das immer in den vergünstigsten Summon, dass man kein Goldcharakter zieht. Im letzten Video genauso.
war im vergünstigsten, das, da war auch 30 Pearls, nichts gezogen. Einfach Dead Multi, genau dafür. Ganz ehrlich, wir haben jetzt in dem hier, in dem Multi jetzt, okay? Da haben wir 9-fach Rates auf Itachi. Heißt, wir gucken gleich drauf, auf was wir kommen. Summon Level 8 auf 3%. 3%, dass Itachi droppt. So, jetzt, das ist echt ein bisschen nervig. Ich vergesse es immer mit den Charakteren, dass ich da auch Platz brauche in der Box. Aber außerhalb davon, 9-fach Rates für Itachi jetzt. Zu 3% droppt er. Also er hat eine 3%ige Chance, dass er jetzt droppt. Mal gucken, ich denke, der wird trotzdem nicht droppen. Aber wir haben dann im nächsten Multi, das ist dann der 9. Multi, haben wir ihn garantiert. Und das ist das mit den Step-Up-Summons. Ich meine, darüber könnte man echt diskutieren, ob nur einer bei 9-fach Rates? Okay, die 9-fach Rates sind quasi eigentlich nur für Itachi, aber ich meine, ganz kurz, Freunde, darüber können wir eigentlich diskutieren, ob Step-Up-Summons zu Dokkan kommen sollten. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt 9 Multisummons rausgehauen. Und zumindest hat man ihn garantiert einmal. Zum Glück, überleg mal. Darüber hinaus würde ich noch weiter sammeln und ich hätte keine Garantie. Haha, so wie in Dokkan. Ich meine, bei EU Vegeta zum Beispiel, da haben wir auch 11 Multisum rausgehauen. Beim 9. hätte es in Dokkan. Ja, mein Bestes. Jawohl. Ja, Mann. Perfekt. Oh mein Gott. Der sieht richtig geil aus. Wegen den Step-Upsets zum Beispiel. In Dokkan, wenn das in Dokkan ein Ding wäre. Alter, schieß. Der sieht so krass aus. Oh mein Gott, und danach haben wir noch einen garantiert. GG, schon 2 Dupes an der Stelle. Und die 9-fach Rates kamen auf jeden Fall. Die kamen echt bei dem. Richtig geil. Ja, wegen den Step-Ups zum Beispiel. Da hätte man in Dokkan zumindest beim 9. eine Garantie. Das 9 mutlicher Summon sind schon viel. Das muss man erstmal hinbekommen an Gems, sei es Stones oder Pearls. Aber da hat man zumindest wie jetzt im 9. eine Garantie, dass man ihn zieht. Aber auf der anderen Seite im Blazing ist die Charaktere, die neu rauskommt, zum Beispiel in dem Banner, da ist nur Itachi gefeatured. Nur der, keine anderen Charaktere. Und aber, der hat nur eine 0,33% Rate. Das ist schon richtig wenig. Aber dafür hat man eben diese Steps. Da hast du mal den Charakter garantiert. Und die Charaktere, die garantiert sind in den Multis, die sind, das sind mehr oder weniger gute Charaktere. Das sind Blazing Festival Charaktere. Die meisten, schätze ich mal. Aber eigentlich glaube ich, dass jeder davon Blazing Fest Charakter ist. Heißt, im Endeffekt wären das quasi in Dokkan, dass es quasi Dokkan-exklusive Charaktere garantiert sind. Ja, bei diesen Step-Ups. Dann hast du mal 3-fach Rates hier für die Tasche. In dem Fall war das 6-fach und 9-fach. Also, Wie findet ihr das, wenn in Dokkan auch ein Step-Up kommen würde? Ich würde es mehr als Duncan annehmen, weil man hat halt legit keine Garantie. Zum Beispiel, viele haben sich für Evolgeta gefreut, viele haben auch Free-to-Play jeden Stone gefarmt, jeden Stone gesammelt. Und wenn man den dann nicht zieht aus 1000 Stones oder so, oder aus den ganzen Stones, die man dann erfarmt hat, das tut schon weh. Und mit dem 9. oder mit dem Step-Up hätte man zumindest eine Garantie. Ich meine, das muss ja nicht 1:1 wie im Blazing sein. Ich finde aber trotzdem, dass im Blazing-System, das funktioniert schon nicht schlecht. Nur die Rates an sich für den Charakter jetzt sind schon gering. Heißt, man muss mehr oder weniger die Step-Ups mitnehmen. Mehr oder weniger. Man könnte auch Glück haben und quasi weit weitere ziehen. Aber, oh mein Gott, welcher wird es jetzt sein? Welcher Charakter? Was? Wieder eine Tasche? Na, Spaß, der ist garantiert. Wahrscheinlich hat der ein oder andere sich gedacht, hey, was geht da jetzt bei dem? Der hat doch gesagt, der wird garantiert sein. Aber GG, jetzt haben wir noch einen Dupe quasi für ihn. Und wie gesagt, das müsste quasi nicht 1:1 sein, so mit den Step-Ups wie in Blazing bei Dokkan. Aber ich würde an sich irgendeine Form von Step-Up wirklich danken annehmen, mit einer Garantie. Was haltet ihr davon? Lasst mich auf jeden Fall wissen. Viele, wahrscheinlich werden auch viele meinen oder denken, ja, das würde vielleicht ein bisschen das kaputt machen, weil die Rates hier geringer wären und so. Könnte sein, ich weiß nicht. Deswegen kann man auf jeden Fall darüber diskutieren in den Kommentaren gemeinsam, Freunde. In Legends kam mir letztens auch ein Step-Up sammeln. Das war ja auch nicht schlecht. Ich meine, da hast du mal den gratis, zwei ein Go-Ticket, ein GSR-Ticket oder was weiß ich. Und in Dokkan, ich würde es eigentlich schon wirklich als sehr nice empfinden, wenn da Step-Ups kommen. Ich meine, ja, wir haben ab und zu Step-Ups. Ab und zu haben wir Step-Ups, wenn wir da mal pro Multi ein Ticket bekommen, der erste Durchlauf vergünstigt ist und so weiter und so fort. Aber man hat halt im Endeffekt trotzdem keine Garantie, dass du den neuesten Charakter ziehst. Und ich finde, in so einem Spiel
oder an sich in Gacha-Games wäre es echt mehr als willkommen, weil das kann auch nach hinten loslaufen, Freunde. Weil das ist im Endeffekt ein Zufallsgenerator und wenn dann quasi einer greedy wird, das könnte auch wehtun auf jeden Fall. Und bei Itachi steht ja an der Stelle extra Effekt dran, wegen dem Event von Sasuke. Wie gesagt, lasst euch wissen, ob ihr das sehen wollt, wie ich das mache. Als Video, wie gesagt, ich würde dann einfach reingehen und da versuchen mal das ganze Event einfach zu bewerkstelligen. Aber wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Dann machen wir das auf jeden Fall in den Streams. Und so haben wir quasi einen Dupe für Itachi, unseren Boy. Oh mein Gott, dass wir den... Echt, im vorletzten kam der halt auch legit. Lasst uns ganz kurz hier quasi Max 7 awaken, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise wie der Boy dann aussieht hier an der Stelle. Und der ist an der Stelle hier vom Bravery-Type, richtig. Und Itachi ist echt nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Ich habe ihn mir angeschaut, wir gucken ihn auch gleich wieder an und den kann man auf jeden Fall nutzen, aber ich denke, der ist jetzt kein Must-Have-Charakter. Man müsste jetzt wahrscheinlich für den nicht unbedingt sammeln, sage ich mal, aber weil Itachi ist einer von Uchihas, oh boy, da brauche ich den auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal rüber, damit ihr das vielleicht mal seht, wie man trainiert, wie man awakt und der eine oder andere das vielleicht mitnehmen kann. Rüber und jetzt gehen wir ihm zu Awaken, deswegen Blazing Awaken, bla bla, das ist nochmal eine andere Schiene und zwar... Gib mir meinen Boy Itachi hier an der Stelle. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Boom. Awaken, habe ich die ganzen Sachen perfekt. Einmal Awaken BD und gut ist. Und dann, lass uns die mal ganz kurz anschauen. Zum Schluss, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich hoffe, diejenigen, oh mein Gott, wie geil der aussieht. Diejenigen, die noch zusammen werden, haben viel Glück, wenn sie nicht zu den Step-Up kommen, zum 9. Step-Up und ziehen das, was sie wollen. Hier an der Stelle, guck mal, der ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut für das Event gegen Sasuke, denn der hat eben das, was ich meinte vorhin, eine Reduction oder eine Resistenz gegen Immobilization. Ja, von 30 und 35% tut er das quasi dann, reduziere die Immobilization. Oder hat das als Field-Skill und Body-Skill an der Stelle. Frage an euch, hier steht zum Beispiel bei Body-Skill dran, not Field-Skill, aber bei dem Field-Skill genauso, not Field-Skills. Was genau heißt das? Ich meine, wenn ich ihn als Buddy setze, dann kriegt das ja der Charakter, der auf dem Feld ist. Oder der ihn, also, ja. Und wenn ich ihn auf dem Feld habe, dann bekommt es ja er. Warum steht das dann nochmal dran? Hat das irgendwie einen tiefsinnigen Grund oder steht das einfach nur so da? Lass ich auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren. Außerhalb davon seine Jutsus. Damage gegen jeden, 3,8 Damage im PvE. Range, der macht Amaterasu an der Stelle und ignoriert Verteidigung. Also die Flamme, erst Amaterasu ignoriert an Verteidigung und macht 1000 Damage für 4 Runden. Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze aussieht. Amaterasu. Oh mein Gott. Oh, wie groß, was für eine Fläche, Alter, krank. Und dann quasi die zweite Ulti macht die, was hat der? Removes Perfect Dodge, das ist sehr, sehr gut für einen Gegner in Range. Und ignoriert auch noch Substitution, nice, mit 15,5 Attack. Also 15,5 Multiplayer auf den Angriff, den er macht, tut den Gegner Knockbacken und hat eine 80%ige Chance auf Immobilisation für 3 Runden. Also tut den Gegner 80%ige Chance immobilisieren. Mit einer 80%igen Chance tut er den Gegner für 3 Runden immobilisieren. Heißt das auf Deutsch immobilisieren? Keine Ahnung. Lass euch auf jeden Fall wissen, was hat sein Dupe gebracht an der Stelle. Nullifies Knockback. Ich glaube, die Dupes bei dem, ja, vielleicht mit der Chakra Reduction könnte gut sein, aber sonst geht es eigentlich. PvE, wenn ihr PvP-Werte sehen wollt, müsst ihr einmal hier draufklicken. Aber ansonsten so viel zu dem Boy Itachi, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, wie gesagt, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.